Da ist der Piratenkönig. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Weiter geht es mit fast Kapitel 5. Hallo Goomba. Warum Bartum nicht mehr zur See fährt? So genau kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Aber Meister Bean weiß bestimmt etwas mehr darüber. Und genau den suchen wir jetzt auf. Denn, meine Lieben, wir suchen einen Steuermann. Ohne Steuermann können wir kein Schiff steuern, nicht in See stechen. Daher fragen wir gleich nochmal den Barbesitzer, ob er uns vielleicht helfen kann. Adam hat es abgelehnt, mit auf euer Schiff zu kommen. Und ihr wollt ihn wirklich dazu bewegen, wieder zur See zu fahren? Ja, genau. Zu Isla Corsaria wollt ihr also. Das Meer dort ist tatsächlich schwierig zu befahren. Bartom wäre da perfekt. Ja, und kannst du uns mehr dazu erzählen? Also, dieser Bartom, der hat gerade eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht. Soll ich euch etwas darüber erzählen? Ja, unbedingt. Na dann, hört gut zu. Bartom hatte eine wunderschöne Frau. Scarlett war ihr Name. Die beiden haben sich wirklich sehr geliebt. Aber als Seemann war Bartom oft sehr lange Zeit nicht zu Hause. Ohne je darüber zu klagen, hat Scarlett immer geduldig auf ihn gewartet. Und Bartom hat auf all seinen Reisen nie eine andere Frau auch nur angesehen. Aber dann... Also, es war in einem sehr kalten Winter. Scarlett wurde von einer schlimmen Krankheit heimgesucht. Zu dieser Zeit befand sich Bartom auf einer sehr langen Seereise. Und als er endlich nach Hause kam, war es bereits zu spät. Er gab sich selbst die Schuld an ihrem Tod. Er dachte, er habe seine Frau im Krankenbett nicht pflegen können. Eben weil er als Seemann immer unterwegs war. Und seitdem hat er nie wieder ein Schiff betreten. Wie traurig. Das also ist der Grund. Wollt ihr ihn immer noch überreden jetzt, wo ihr seine Geschichte kennt? Nein, wir akzeptieren seine Entscheidung und werden ihn nicht mehr überreden. Dann solltet ihr ihn einfach in Ruhe lassen. Oh nein. Wer hätte ahnen können, dass so ein Schicksal dahinter steckt? Was richtig ergreifend, muss ich sagen, weil ich die ganze Backstory rund um Bartom total vergessen habe. Ich sag euch, wie es ist. Bartom, es tut mir leid. Ich fahre nicht mehr zur See. Also geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Naja, wir gehen ja schon. Aber Gumbrina, was sollen wir tun? Wir sollten mit Meister Bean über Bartom reden. Vielleicht weiß er ja mehr. Ja, okay. Vielleicht können wir ihn doch irgendwie dazu überzeugen, uns zu helfen. Ist das die richtige Entscheidung? Reden wir nochmal mit dem Barbesitzer. Ihr wollt also doch, dass er wieder zur See fährt? Ja. Ihr seid also fest dazu entschlossen. Dann sollte ich euch das hier geben. Oh. Was ist das? Ein Abschiedsbrief, der letzte Brief von Scarlett. Kurz bevor sie verschied, schrieb Scarlett diesen Brief an Bartom. Den Inhalt kenne ich nicht. Sie sagte, Bartom soll diesen Brief bekommen, wenn er sich nach ihrem Tod Vorwürfe macht. Aber als ich sah, wie er verzweifelt versuchte, Scarlett zu vergessen, da konnte ich ihm den Brief einfach nicht geben. Bitte. Da ich nicht den Mut fand, Bartom diesen Brief zu geben, tut ihr es für mich. Vielen Dank, Meister. Wir werden gut auf den Brief aufpassen. Lass uns gehen, Mario. Genau. Wir gehen jetzt zurück zu Bartom und überreichen ihm den Abschiedsbrief von seiner aus dem Leben geschiedenen Frau.
von Scarlet. Was soll das? Ihr schon wieder? Ihr könnt kommen, so oft ihr wollt. Meine Meinung wird sich nicht ändern. Also los, verschwindet! Hä? Was ist das? Ein Brief? An mich? Oh, von Scarlet! Scarlet. Wenn du diese Zeilen liest, werde ich bereits nicht mehr an deiner Seite sein. Da es dir doch etwas gibt, das mir sehr am Herzen liegt, schreibe ich dir diesen Brief. Ich bin von dir gegangen, während du auf hoher See warst. Wie ich dich kenne, wirst du dir das ewig vorwerfen. Aber lies weiter. War mein Leben auch kurz, so verdanke ich dir doch alles Glück der Welt. Ich war immer sehr stolz darauf, einen Seefahrer wie dich zum Mann zu haben. Das Meer gehört zu dir, so wie du zum Meer. Und so soll es bleiben. Das Meer gehört zu dir, so wie du zum Meer. Entschuldigt mich. Bitte lasst mich einen Moment allein. Oh Gott, ist das traurig. Auch ich war sehr glücklich. Scarlet, wie ich dich liebe. Schöne Geste auch von Mario. Ihr habt doch einen Steuermann gesucht. Zu Isla Corsaria, oder? Nun gut, wenn euch mit einem alten Kauz wie mir gedient ist, bin ich dabei. Badomp! Das Schiff liegt doch sicher im Hafen vor Anker, oder? Wir sehen uns dann dort. Was für eine unglaublich ergreifende Szene. Puh. Boah. Ihr habt's gehört, auch ich war sehr emotional. Das ist schön, wunderschön. Wie mit der passenden Musik und den passenden Sätzen, den passenden Texten so eine unglaubliche Atmosphäre geschaffen werden kann. Ein Sternsplitter und eine Nachricht. Mal sehen, wer uns da geschrieben hat. Wie greife ich denn darauf zu? In der Tasche? Ah ja, hier, Mail Receiver. Hallo Mario, wie geht's? Mir geht es wirklich sehr gut. Hier hat sich viel verändert. Nur Bubulio wird immer noch oft von Bubuma ausgeschimpft. Ich fände es schön, wenn er mehr mit mir zusammen wäre. Hast du immer viel zu tun? Musst du viel reisen? Ganz weit weg? Wo sonst noch keiner gewesen ist und so? Wie spannend das sein muss. So aufregend. Wenn du Zeit hast, komm unbedingt hierher und besuch mich mal. Bubulia. Und dazu gibt es bestimmt genau ein Ei? Okay, hat sie ein Kind gekriegt? Erwartet sie ein... Okay, ich verstehe gar nichts mehr. Wer weiß mehr über die Trivia von Bubulia? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Okidoki, da wären wir auch schon. Mit Steuermann oben. Ich wusste, dass du es schaffen würdest, den alten Bartom zu überreden. Super Mario, es war vollkommen richtig, dich zum Kapitän zu machen. Der Proviant ist an Bord. Die Vorbereitungen sind damit abgeschlossen. Das heißt, Schiff klar zum Auslaufen. Einverstanden? Ja. Gut, bereit zum Auslaufen. Unser Ziel ist die Isla Corsaria. Ahoi! Los geht's! Wir sind die alten Seebären. Und wir reisen nun zu Isla Corsaria. Wunderbar. Das wird ein spannendes Abenteuer. Wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Doch, wer versteckt sich denn da? Hier Kruzi 1, hier Kruzi 1. Einschleusung erfolgreich. Schwarzer Kruzi eingeschifft. Ich wiederhole, schwarzer Kruzi an Bord. Und damit, meine Lieben, beginnt offiziell Kapitel 5. Der Schatz des Piraten. Wir sind auf hoher See unterwegs. Und das sehr, sehr lange. Logbuch. XO, Tag, Stern, Monat. Den Winden trotzend sticht die Corsar in See. Ein gewagtes Unterfangen? Nicht für uns, erfahrene, mutige Seebären.
Ja. Wir sind tagelang unterwegs mit dem Schiff. Logbuch XX Tagstern Monat. Ein prächtiger Wind. Dazu strahlendes Wetter. Die Götter des Meeres scheinen unsere Expedition gewogen zu sein. Und auch hier. Es vergeht wieder ein ganzer Tag. Logbuch, Musik, Tag, Stern, Monat. Unsere Reise verläuft ganz nach Plan. Bei unserem gegenwärtigen Tempo werden wir morgen die Insel erreichen. Ja, das ist eine lange Reise. Mit roten Augen starrt der Schädel aus Stein. So rot und glänzend wie ein Rubin. Bom, 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 bom. Rot wie ein Rubin. Bei Rotbart fielen wir dreimal auf den Steiß. Blaubart, schlug man viermal. Bom, 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 bom. Und dann ein lauter Knall. Was für eine Nacht. Ich habe doch gleich gesagt, kein Grund zur Unruhe. Die Insel liegt vor uns. Ich kann die Schätze fast schon riechen. Ein herrliches Gefühl. Wollt ihr Berichte von meinen Heldentaten hören? Natürlich wollt ihr. Damals, als ich im Dschungel gegen eine Riesenschlange gekämpft habe, ist ziemlich viel passiert. Der schon wieder. Rosarios Ruhmestaten. Genau dieselben Geschichten wie gestern, oder? Wir können ja nicht weg. Also Zähne zusammenbeißen und einfach reden lassen. Man darf ihn auch nicht unterbrechen, sonst wird Corsario wieder sauer. Aber was ist jetzt los? Das Schiff verliert an Fahrt. Hey Chef, tut mir schrecklich leid, dich zu unterbrechen. Aber es sieht ganz so aus, als machen wir keine Fahrt. Wir treiben nur noch. Ob wir mit einem Säbel oder vielleicht mit Stöcken kämpfen sollen. Was? Keine Fahrt? Wir treiben? Dann sorgt gefälligst dafür, dass wir wieder Fahrt aufnehmen, ihr Landratten! Am Schiff selbst liegt's nicht. Und ich bin noch nicht so abgetackelt, dass ich sowas übersehen würde. Ei, ei. Dann ab in den Mastkorb. Ich klär die Lage. Mal sehen. Komisch. Ei, ei! Land in Sicht! Aber kein Lüftchen. Etwa noch. Hä? Wer war das? Komisch. Hä? Schnauze! Ich arbeite hier! Was soll das? Rure, Disziplin. Was für ein Dede. Was für ein Geigei. Da ist der Piratenkönig. Es gibt ihn also wirklich. Was machen wir jetzt? Ja, keine Panik. Das ist doch nur optische Täuschungen. Lolo, los, setz die Segel. Bist du der Pipi, der Pipi-Rankönig? Zu Hilfe! Alle Mann auf ihre Posten und bleibt ganz ruhig. Ganz ruhig, ruhig, ruhig. Und immer den Befehl des Käpt'n gehorchen, klar? Nein, Bartom! Hör zu, bleib ganz ruhig und... Oh nein!
Kapitän, pardon! We're evakuieren! Alle Mann von Bord! Los zur Insel! Jeder für sich! Wir treffen uns dort! Wow! Das ganze Schiff sinkt! Oh nein! Logbuch X Stern Tag Stern Monat. Wir sind auf dieser Insel gestrandet. Glück im Unglück. Wir sind auf der Isla Corsaria, am Ziel unserer Reise. Aber wir haben drei Vermisste, darunter auch Steuermann Bardump. Was soll nur aus uns werden? Die Lage erscheint aussichtslos. Logbuch X, Herz, Tag Stern Monat. Unsere Lage hat sich ein wenig gebessert. Die Flut hat einen Teil unseres Proviants an den Strand gespült. Salzigen Käse, salzige Kartoffeln, salziges Brot. Vieles davon konnten wir einsammeln. Für eine Weile scheint das Überleben sicher. Logbuch 00 Tag Stern Monat. Wir wollen eine Hütte für unsere Vorräte bauen. Damit wäre zumindest der Proviant vor Sturm und Regen geschützt. Burdum und die anderen bleiben weiterhin verschollen. Aber noch hoffen wir, dass sie es irgendwie geschafft haben und auf der Insel sind. Logbuch 0x Tag Stern Monat. Seit drei Tagen auf der Insel. Die Hütte ist fertig. Wir richten uns ein, in der Hoffnung, bald wieder nach Rowlingen zurückzukehren. Isla Corsaria. Barbara und Mario halten Ausschau. Hey Kapitän, Schnauzbart! Unsere kleine Hütte ist fertig. Klar zur Besichtigung. Alles klar, ich komme. Eieiei, wir sind einfach über Tage hinweg hier gefangen. Das ist schrecklich. Naja, zumindest gibt es hier und da ein bisschen was Essbares auf der Insel. Oh, eine Bodenplatte. Und da finden wir natürlich einen Sternensplitter. Sehr schön. Hier natürlich viele Gräser. Ich gehe mal jetzt stark davon aus, dass diese Gräser nichts zu bieten haben. Aber hier gibt es noch etwas. Und das erinnert uns an Kapitel 2 aus dem ersten Teil von Paper Mario. Es ist Waka! Waka! Ich bin Waka. Prima Wetter heute. Findet ihr nicht auch? Dieses Wetter öffnet einem doch immer wieder das Herz. Findet ihr nicht auch? Boah! Waka! Volltreffer! Es tut mir immer so leid, das zu tun. Aber wir kriegen Wakas Kick. Und das heilt 25 Kraftpunkte und 25 Blütenpunkte. Ziemlich tolles Item. Und da oben ist ein Felsen, der wird später noch relevant. Aber ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Ich werde eher mal sagen, lasst uns in unser kleines, bescheidenes Dorf gehen. Hier haben wir es uns eingerichtet. Kapitän, schnell! Corsari und Big Omp, die beiden sind, naja, schnell. Was ist los? Streiten die sich wieder? Hast du etwa Angst vor den Geistern auf der Insel? Du bist doch sonst so furchtlos. Was? Was redest du da? Du hast doch selbst die Hosen voll, Schlickrutscher. Moment. Hast du da etwas von vollen Hosen gesagt, Matrose? Ganz genau. Ich sage es, so oft ich will. Hosen voll, Hosen voll, Hosen voll. Babam, oder nicht? Jetzt bist du dran. Oh, wütend? Ha, dir werde ich zeigen, was eine kurze Lunte ist. Gehen wir uns da drüben prügeln. Okay. Da sind sie. Oh nein, schnell weg hier. Verstecken wir uns hinter Mario. Captain, die Geister sind wieder rausgekommen. Was für Geister? Oh, tatsächlich. Oh nein. Mama, Mario. Das ist ein Befehl. Verjag die Dinger. Ich? Oh nein, okay. Wir schaffen das schon. Dann mal los. Drei Feuerheinis. Jetzt wäre es natürlich ganz praktisch, Kukio dabei zu haben. Ich tausche einfach mal. Ganz frech. Und dann kann Kukio mit einem Powerpanzer mal hier ordentlich Gas geben. Nimm das hier!
Das ist schon mal ein guter Start. Mal gucken, ob ich die Angriffe blocken kann. Ja, okay. Ist schwierig, aber machbar. Diesmal ging das daneben. Und... nee, leider nicht geschafft. Okay, muss ich üben. Dann ist Kupio nochmal dran mit dem Powerpanzer. Und das sollte, ja, alle besiegen. Puh, Kupio, danke für deine Hilfe. Kein Problem, ich helfe, wo ich kann. Gut gemacht, Captain. Noch sind wir nicht sicher. Da treiben sich sicher noch mehr auf der Insel herum. Aber einer von uns muss diese Insel genau erforschen. Ich als Befehlshaber muss natürlich hier bleiben, ist ja klar. Natürlich, Mario. Du wirst diese Insel für uns erforschen, oder? Ja, mach ich. Ich wusste es, Mario. Du bist eben ein Superheld. Also dann, viel Erfolg. Ja, danke. Das Innere der Insel stinkt nach Gefahr. Pass gut auf, Captain. Ja, ja, keine Sorge. Oh je, was soll jetzt nur aus uns werden? Wir finden schon eine Lösung. Macht euch mal keinen Kopf. Und, schon was gefunden? Ich bin ein echter Fan von dir. Oh, danke schön. Wie läuft die Erforschung? Alles ruhig und sicher? Ich zähle auf dich, ehrlich. Ja, ja, Corsario. Alles in bester Ordnung. Ist eigentlich dieser Karate-Toad da hinten auch schiffsbrüchig? Oh, ich habe da gerade was gesehen. Ein Sternsplitter. So, das ist der Rand von dieser Insel. Schöner Pappkarton, wie man sehen konnte. Und einen Laden haben wir ebenfalls. Da wird allerdings nur Schrott verkauft. Also nichts Besonderes. Willkommen im Toadzelt. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Willst du für 10 Münzen ein wenig ausruhen? Ja? Super. Bitte genieße deinen Aufenthalt. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich von Ihnen. Und? Gut geschlafen? Dann gute Reise. Und komm immer wieder gerne vorbei. Das werde ich. Dankeschön. Dann erkunden wir mal diese Insel. Oh, hier gibt es Fuzzies, grüne Fuzzies. Los geht's, Kupio. Du machst das schon. Der Kupi ist schon stark mit seinen 4 Angriffspunkten. Also Powerpanzer. Müsste für den ersten. Ja. Reicht super aus. Und dann nutzen wir eine Stampfattacke, um mal zu sehen, ob wir da. Ja, locker stark genug. Perfekt. Ich glaube, da reicht sogar ein normaler Sprung von Mario, um diese grünen Fuzzies zu besiegen. Zumindest mit den von mir angelegten Orden. Die ja dafür sorgen. Oh, perfekt. Wieder ein Scherensplitter. Die dafür sorgen, also die Orden, dass ich einen erhöhten Angriff habe. Eine Mango. Super lecker. Schön fruchtig. Süß-säuerlich. Klasse. Und wenn wir schon mal hier sind, ich muss mal ganz kurz zurück, um Sachen abzulegen. Ins Lager. Unter anderem auch mein Ultra-Pilz. Was kann ich für dich tun? Das Übliche. Meistens nutze ich den Laden, um irgendwelche verhältnismäßig wichtigen Items zu lagern. Ich meine, alleine auch schon Walker's Kick. Cooles Item, super hilfreich. Aber lohnt sich bei mir nicht. Zumindest was meine Kraftpunkte angeht. Ich habe ja nach wie vor 10 Kraftpunkte. So wie auch schon in Folge 1 dieser Videoserie. Also, Konzentration. Gibt es jetzt hier wieder eine... Oh, tatsächlich. Wieder eine Mango. Dann kann ich hier super Mango farmen. Also immer wieder eine Mango bekommen und den Wirrschlag bekommen. Klasse. Ja, indem man einfach immer wieder diesen Bereich verlässt und wieder zurückkehrt, dann müsste, glaube ich, immer wieder eine Mango kommen. Und so kann man ja bis zu 15 oder 20 Mangos in der Tasche haben. Warum 20? Ja, es gibt ja eine Taschenerweiterung im Spiel. Die werden wir uns auch noch holen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Und zack! Die rosa Fuzzies, die haben auch keine Chance. 6 Sternpunkte. Klasse. 73 schon. Ja, bald heißt es wieder Level Up. Ein Hartpanzer. Ich habe zum Glück jetzt wieder ein bisschen Platz in der Tasche. Allerdings ist auch nicht so viel. Also ich sollte trotzdem vorsichtig sein. Okay. Nichts Spannendes. Das Wasser kann ich nicht. Aber hier haben wir wieder einen Fuzzy. Na komm, lass dich treffen, mein kleiner Freund. Und, nein. So ist das aber nicht geplant, mein Lieber. Jetzt habe ich dich erwischt. Erster Angriff erfolgreich. Und einer trägt sogar Rachepulver.
Da müssen wir vorsichtig sein, nicht dass er uns erwischt damit. Okay, Kupio, rase doch einmal durch alle Fuzzies hier hindurch. Und den rosafarbenen sollten wir mit einem Sprung ebenfalls gleich besiegen können. Und dann schauen wir mal, was der Grüne noch so in petto hat. Aber ich denke, eventuell erwischt er uns nicht, weil gerade ein Nebelfeld aufkommt. Oh nee, nicht das. Er klont sich. Na gut. Was soll's, dann müssen wir da eben weiter durch. Kupio, mein Lieber, mach dich bereit. Wir brauchen nochmal einen Powerpanzer. Hau mal raus. Oh, beide besiegt. Die klonen sich zwar, teilen aber dann auch die gleiche Anzahl an Kraftpunkten, oder? So habe ich das jetzt interpretiert. Nun gut, mir soll's recht sein. Umso besser für uns. Und hier gibt es ansonsten nichts mehr. Dann können wir die Reise an dieser Stelle fortsetzen. So, bum, bum, bum. Da oben ist ein Block. Komme ich jetzt aber nicht hoch. Oh! Und Tropen-Piranha-Pflanzen. Wie sie genau heißen, weiß ich nicht. Aber ihr seht schon an den Zähnen, sie sind giftig. Wer sich hier beißen lässt, hat ein kleines Problem. An dieser Stelle der Hinweis, denn ihr werdet euch jetzt wundern, wenn ich das gleich machen werde. Mario kann auf stachelige Gegner springen. Schaut euch Folge 27 an. Ich glaube, es war in Folge 27 oder 26. Auf jeden Fall haben wir uns ein Stachelschild geholt. Oh, jetzt. Ja, ich habe gerade unbewusst einen Hammer verwendet. So intuitiv. Aber mit dem Stachelschildorden können wir auf stachelige Gegner springen. Völlig egal, ob sie vergiftete Zähne haben oder nicht. Also sollte das für euch interessant sein, weil ihr mit Mario lieber springt auf eure Gegner. Dann schnappt euch noch diesen Orden, der ist in den Katakomben von Rohlingen. An der Stelle, wo diese Stacheln immer hochfahren. Da könnt ihr ausschließlich mit Barbara durch. So. Entschuldigung, Kupio, war keine Absicht. Mehr scheint hier nicht zu sein. Und direkt in den nächsten Kampf. Wen haben wir hier? Zwei Piranha-Pflanzen. Beinahe. Ja, ich habe hier noch den Elektriker-Orden. Da kriege ich immer so einen kleinen Bonus obendrauf. Und einmal durchgezischt. Ich frage mich, wie viele Kraftpunkte diese Pflanzen haben. Entweder die haben 8 oder 7. Oh. Wirbelschlag ging gerade ein bisschen schief. Aber ist auch egal. Ich habe das mit Absicht gemacht, weil wir jetzt alles aufgefüllt bekommen. Mit diesem Level-Up. Und ich wähle natürlich Ordenpunkte. Denn Ordenpunkte machen mich glücklich. Wunderbar. Ordenpunkte kann man in meinen Augen nie genug haben. Denn, ich glaube, ich habe das schon mal erklärt, es gibt auch Orden, mit denen man die Kraftpunkte erhöhen kann. KP+, BP+. Das heißt, mit Orden könnt ihr eure Kraftpunkte erhöhen, statt direkt eure Kraftpunkte zu erhöhen. Das ist ganz cool, weil dann ist es für euch eine gewisse Option. Möchte ich meine Kraftpunkte erhöhen oder sage ich, nee, möchte ich nicht? Ich nehme lieber die Ordenpunkte. So, und dann haben wir hier noch eine Shine Sprite, eine Insignie. Mal gucken, ob wir da... Oh, perfekt! Noch ein Trampolin. Ob wir da perfekt landen können auf dem Block. Und das ist uns, oh, ich dachte schon, direkt gelungen. Aber nein, leider nicht ganz. Nicht so schlimm. Noch einmal. Und wir haben wieder eine Insignie der Sonne bekommen. So funktioniert das. Jetzt noch mit dem Trampolin hoch. Und dann machen wir hier ein Päuschen. Meine Lieben, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Tippt mal auf dieses Video. Da seht ihr, wie Mario zu Spider-Man werden möchte. Das ist eine einzigartige Geschichte. Bleibt katztastisch.